Hallo. Ich wollte Sie eigentlich heute so begrüßen, auch das mal kurz demonstrieren. Aber ich befürchte, dass man mich da relativ schlecht versteht. Deswegen habe ich das Tuch wieder runtergenommen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Webinar Code Scanning mit Micro Focus Fortify. Mein Name ist Björn Fröbe und ich bin bei der Proficom AG für das Marketing zuständig. Ich denke, während wir noch auf einige Teilnehmer warten, kann ich Ihnen kurz die Firma vorstellen für diejenigen, die Proficom noch nicht kennen. Jan, vielleicht nimmst du die nächste Folie. Genau. Wir sind in diesem Jahr, feiern wir unser 20-jähriges Jubiläum. Wir sind 20 Jahre am Markt aktiv und ich habe Ihnen einfach mal ein paar Kennzahlen der Proficom mit angeschlagen. Wir bewegen uns mit unseren Dienstleistungen entlang des Software Development Lifecycles und mit einem speziellen Fokus auf Dev, Sec, Ops, von der Entwicklung über die Security bis zum IT-Betrieb decken wir eine ganze Bandbreite an Dienstleistungen ab. Kommen wir zu unserem heutigen Thema: Code Scanning oder besser ausgedrückt Application Security gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Schlagworte dazu sind agile Entwicklung, Shift Left, sicherer Code. Und deswegen nimmt das Thema Application Security sehr gut Fahrt auf. Das können aber unsere beiden Experten viel besser erklären und beleuchten, denn wir haben uns wieder kompetente Unterstützung von Experten ins Boot geholt. Zum einen Martin Huschenbett, IT-Consultant bei der Proficom AG und zum anderen Jan Wienand, Security-Consultant bei Micro Focus. Diese beiden werden Sie durchs Webinar führen und sich gleich auch noch selber vorstellen. Beide sind in dem Thema Application Security zu Hause und unterstützen Unternehmen bei der Konzeption und bei der Implementierung von IT-Security-Lösungen. Zum Anfang noch zwei organisatorische Hinweise. Wir zeichnen das Webinar heute auf und werden Ihnen im Anschluss den Link zu unserem YouTube-Kanal zusenden, wenn wir das Video veröffentlicht haben, sodass Sie dort auch nochmal alles nachschauen können. Zum Zweiten haben wir für das Ende des Webinars eine Frage- und Antwortrunde geplant. Und Ihre Fragen dazu würde ich Sie bitten, in das Frage- und Antwortfeld von Webex einzugeben, sodass wir schon im Laufe der Veranstaltung gucken können, welche Fragen wir wie gruppieren, um dann letztendlich die beiden Experten zu Wort kommen zu lassen. Nutzen Sie die Chance, die beiden Experten zu löchern, denn es ist Ihre Veranstaltung. Und nun genug der Vorrede. Ich übergebe das Wort an meinen Kollegen Martin und wünsche Ihnen eine kurzweilige und informative Veranstaltung. Ja, vielen Dank, Björn. Kurz zu meiner Person. Ich bin Martin Huschenbett. Ich bin jetzt seit 3 Jahren bei der Proficom, von denen ich mich jetzt seit 2 Jahren im Bereich Application Security bewege und mich vor allem mit Fortify beschäftige. Zu meinen Aufgabenfeldern gehört dabei, dass die Einführung der Tools bei den Kunden. Das heißt, wir konzeptionieren das ganze Geschehen. Wir kümmern uns darum, wie wir die Tools am sinnvollsten einbinden, welche Integrationen wir nutzen. Wir machen allerdings auch Schulungen für die Tools. Das heißt, falls Sie Fortify nutzen und Ihre Anwender schulen wollen, sind wir da auch der richtige Ansprechpartner. Aber auch Support bieten wir für die Tools an. Genau. Mich unterstützt heute bei dem Webinar mein Kollege von Micro Focus, der liebe Jan. Jan, würdest du dich bitte selbst vorstellen? Ja, gerne, sehr gerne. Also auch ein Hallo von mir. Mein Name ist Jan Wienand. Ich bin, wie der Martin gerade schon genannt hat, der Presets Consultant von der Micro Focus, wenn es um das Thema Applikationssicherheit geht. Und ich bin jetzt seit mittlerweile 2 Jahren dabei, lerne immer mehr dazu und finde das ganze Thema an sich sehr, sehr spannend und interessant. Aber genau darum geht es heute und damit würde ich wieder an dich übergeben, Martin. Genau. Vielleicht kurz dazu, wie das Webinar aufgebaut ist. Wir haben uns überlegt, wir fangen an mit einer kurzen Erklärung, was ist Application Security überhaupt? Wie fange ich damit an? Worauf muss ich achten? Und so weiter und so fort. Darin integriert es auch ein kleines Quiz, das wir jetzt gleich am Anfang mit Ihnen zusammen machen möchten. Und nach dieser Einführung geht es dann quasi wirklich rein um das Tool Micro Focus Fortify. Genau. Anfangen möchte ich jetzt einfach mal, dass ich so einen typischen Fall skizziere. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Entwicklerbude,
die habe ich jetzt mal VMake Software GmbH genannt. Und in dieser Entwicklerfirma gibt es einen CISO, den lieben Bob. Und Bob interessiert sich jetzt für Application Security. Wie kommt es überhaupt, dass sich Bob jetzt dafür interessiert? Naja, er liest immer wieder von Fällen in Zeitungen, wo erst im Oktober zum Beispiel das Marriott Hotels einen Data Breach hatte, wo es dann Strafe über knapp 18 Millionen Pfund zahlen musste. Ähnliches bei der British Airways. Und generell wird dieses Thema Data Breaches und Application Security immer präsenter. Und deswegen stellt sich jetzt Bob eigentlich ein paar Fragen, die wir jetzt gern gemeinsam mit Ihnen beantworten möchten. Dazu haben wir jetzt ein kleines Quiz vorbereitet. Den Link zu dem Quiz wird jetzt gleich der Jan in den Chat stellen. Alternativ können Sie auch einfach, wie es jetzt hier in der Slide zu sehen ist, auf menti.com gehen und dort den Code angeben, der da steht. Und dann kommen Sie hier zu dieser Umfrage. Die Umfrage ist anonym. Sie müssen sich nicht einloggen. Sie können einfach auf Start drücken und haben dann hier die erste Frage, wo Sie mal schätzen können, wie hoch sind denn eigentlich so die durchschnittlichen Kosten eines Datenlecks in Deutschland? Das heißt, mit was für einer Strafe muss man im Prinzip rechnen, wenn man in Deutschland an einem Data Breach Schuld hat, also wenn man Daten austragt. Und da sehen wir jetzt schon, da kommen die ersten Ergebnisse rein. Ich würde jetzt einfach noch einen kurzen Moment warten, dass einfach jeder die Chance hatte, hier seine Meinung abzugeben. Ich denke aber, dass wir hier eine ganz klare Verteilung sehen, dass sich mehr als die Hälfte einig sind im Moment, dass wir hier bei 4,8 Millionen US-Dollar für so ein durchschnittliche Kosten uns bewegen. Ich würde jetzt einfach noch einen kurzen Moment warten. Genau. Ja, sehr eindeutiges Ergebnis hier. Ich denke, da wird sich jetzt auch so nicht so schnell was ändern. Wir können noch einen kurzen Moment warten, bevor wir dann in die nächste Frage gehen. Wir sind nämlich heute ein bisschen unter Zeitdruck, da wir sehr viele Themen haben, die wir ansprechen möchten, aber leider nur das Zeitfenster von einer Stunde haben. Gut, ich würde sagen, machen wir weiter mit der nächsten Frage, Jan. Die da lautet: In welcher Branche bzw. Industrie sind denn die Kosten für so ein Datenleck durchschnittlich am höchsten? Also ist es im Gesundheitswesen, sind da die Kosten am höchsten, im Finanzwesen, also Banken, Versicherungen oder in der Energie oder eventuell sogar im öffentlichen Sektor? Da haben wir bis jetzt sehr klare Meinung für Finanzen. Okay. Ja, auch hier wieder sehr starke Ausprägung für eine Option. Sehr interessant. Gut, und dann die letzte Frage. Was ist denn so die durchschnittliche Zeit, die wir überhaupt benötigen, um so ein Datenleck zu identifizieren und das Datenleck einzudämmen? Also wie lange dauert es, um so ein Data Breach aufzudecken und zu beheben? Auch hier wieder ein paar Werte zum Schätzen. Ah, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen vermischter aus. Das ist Hier hält sich ein bisschen mehr in der Waage. Wir haben zwei Antworten, die gleich auf sind. Ich würde sagen, wir warten noch einen kurzen Moment und dann lösen wir das Ganze mal auf. Denn wir wollen Bob seine Antworten ja natürlich, beziehungsweise Bob seine Fragen natürlich beantworten.
Gut, das soll es jetzt zur Umfrage gewesen sein. Jetzt zu den Antworten. Erste Frage war, wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten eines Datenlecks in Deutschland? Wenn wir uns den Graph hier anschauen, sehen wir, dass Deutschland insgesamt auf Platz 3 liegt mit knapp 4,8 Millionen US-Dollar pro Data Breach. Und das waren ja ungefähr auch die Antwort, die die meisten von Ihnen gegeben haben, wo wir mit über 50% eigentlich eine sehr gute Treffgenauigkeit hatten. Ne? Wenn wir hier sehen, die USA ist da mit Abstand das Land, wo es am teuersten ist, wenn wir da, wenn da ein Data Breach auftritt und wir uns darum kümmern müssen. Die zweite Frage war, in welcher Branche bzw. Industrie sind denn die Kosten am höchsten? Und hier ist tatsächlich das Gesundheitswesen noch vor dem Finanzwesen. Das heißt, wir haben hier, wenn ich mir die Ergebnisse angucke, war die Mehrheit für Finanzen, aber wie wir halt hier sehen, sind die Kosten für einen Data Breach im Gesundheitswesen mit am höchsten. Und die letzte Frage, die vielleicht mit am interessantesten ist, wie lange dauert das überhaupt, so einen Data Breach festzustellen und zu beheben? Und da kann man sagen, das dauert im Durchschnitt 280 Tage, also eine sehr, sehr lange Zeit, um das zu identifizieren und am Ende auch zu beheben. Genau, Bob hat jetzt seine Antworten quasi bekommen und stellt jetzt fest, ja okay, wenn wir jetzt uns das anschauen, wann so ein Data Breach am teuersten ist, beziehungsweise wann es am teuersten ist, so ein Data Breach zu verhindern, sehen wir hier ganz klar Klassisches, ne, wenn wir in der Produktion schon sind mit unserer Anwendung, dann ist es am teuersten, als wenn wir direkt im Design oder in den Anforderungen beziehungsweise im Coding direkt dran denken. Genau. Das heißt, Bob weiß, wir müssen jetzt Application Security machen, aber jetzt ist die Frage, wie fangen wir das denn jetzt an? Was ist das überhaupt? Und so weiter und so fort. Das heißt, die erste Frage, die sich Bob stellt, was ist Application Security überhaupt? AppSec. Grundsätzlich kann man jetzt sagen, Application Security ist mittlerweile ein wichtiger Grundbaustein für die Anwendungsentwicklung. Das heißt, wir müssen sicherstellen in unserer Anwendungsentwicklung, dass wir unsere Software nicht nur auf funktionale Abhängigkeiten testen, sondern eben auch testen auf potenzielle Sicherheitsschwachstellen. Mit dem Ziel, dass wir die eigene Anwendung absichern können und so ein Data Breach einfach von vornherein verhindern können. Genau. Jetzt hat Bob ein bisschen gegoogelt und ist da immer wieder auf diese drei Begriffe SAST, DAST und IAST gekommen. Jetzt stellt man sich die Frage, was steckt eigentlich hinter den Begriffen? Das ist eigentlich recht einfach zu erklären. Bei SAST, da geht es darum, dass wir Static Application Security Testing machen. Das heißt, hier testen wir alles, was statisch an einer Anwendung ist. Das ist der Quellcode, das sind Config-Dateien und dergleichen. Die können wir hier mit solchen Tools testen. Bei DAST, das ist quasi Dynamic Application Security Testing. Hier testen wir quasi alles, was dynamisch ist. Und im Falle einer Anwendung ist halt dynamisch immer die Laufzeit. Das heißt, hier testen wir zur Laufzeit die Anwendung. Bei IAST ist das Ganze jetzt interaktiv gestaltet. Das heißt, wir haben so ein Zusammenspiel zwischen der statischen Komponente und der dynamischen Komponente. Das Ganze kann man sich jetzt so vorstellen, dass SAST quasi das Whitebox-Testing ist. Das heißt, wir sehen ja direkt den Quellcode und was er eigentlich machen soll. Das DAST ist quasi das Blackbox-Testing. Wir sehen nur die Anwendung und müssen mit den Ergebnissen, die uns die Anwendung gibt, arbeiten können. Und bei IAST vermischen wir beides. Das heißt, das wäre dann das Graybox-Testing, wo wir dann neben dem Quellcode und eventuellen Logfiles auch das Verhalten zur Laufzeit analysieren können. Jetzt stellt sich die Frage, okay, wir wissen jetzt, was Application Security ungefähr ist, wir wissen jetzt auch, was für Begrifflichkeiten existieren. Wie fange ich denn jetzt überhaupt an? Also was sind meine Schritte, um jetzt mit Application Security wirklich anzufangen? Und da hilft es, wenn man so sich an grob diese drei Schritte hält, die da wären, dass man im ersten Schritt erstmal schaut, was ist die eigene Lage, dann im nächsten Schritt irgendwo klein anfängt, um dann im letzten Schritt die Erfolge zu messen und Erfahrungen zu sammeln und dann das ganze Thema auszubauen.
Wenn jetzt Bob an seine Firma denkt, fallen ihm auf, dass er sehr viele verschiedene Anwendungen hat. Er hat mobile Anwendungen, er hat Webshops, er hat Datenbankanwendungen, er hat Dutzende Entwicklerteams, um die er sich kümmern muss. Und hier ist jetzt quasi die Frage, wo fange ich denn überhaupt an? Was ist denn jetzt hier der beste Einstiegsort? Und da helfen ein paar bestimmte Fragen, um das ganze Thema, an das ganze Thema ranzugehen. Das heißt, als erstes und die wichtigste Frage ist, was sind meine kritischsten Anwendungen? Das heißt, welche Anwendungen müssen auf jeden Fall abgesichert sein? Muss ich jetzt wirklich mein internes Tool, was ich vielleicht nur für das Ticketing-System als Schnittstelle geschrieben habe, wirklich absichern? Oder soll ich mich vielleicht doch lieber um den Webshop kümmern, über den ich mein Geld verdiene als Firma? Dann ist die nächste Frage, haben wir eventuell schon Tools im Einsatz? Also nutzen wir irgendwo in irgendeinem Entwicklerteam schon Tools zur Qualitätssicherung im Sinne von Security-Checks? Nächste Frage wäre, wo kann ich im Entwicklungszyklus überhaupt ansetzen? Also sollte ich bei den Entwicklern schon anfangen oder sollte ich eventuell irgendwo in einer Pipeline anfangen? Existieren überhaupt Pipelines? Diese Fragen muss man sich stellen. Eine weitere wichtige Frage ist, welche Compliance muss ich überhaupt einhalten? Also ist zum Beispiel PCI für mich ein Thema, ist die DSGVO, was muss ich hier beachten in meinen Anwendungen? Wichtig ebenfalls ist die ganze Frage, wen muss ich überhaupt einbeziehen? Das heißt, hier ist es wichtig, dass ich alle abhole, die irgendwie mit einer Anwendung was zu tun haben. Das sind zum einen die Stakeholder von der Anwendung, der Product Owner, die Entwickler und wer noch alles dazugehört. Und eine Frage, die einem das Leben als, beziehungsweise die einem die Tätigkeit als AppSec-Engineer sehr stark vereinfacht ist, hat man Unterstützung aus dem Entwicklerteam? Also gibt es in den bestehenden Entwicklerteams Leute, die sich bereits damit beschäftigen, die sich dafür interessieren und kann ich auf deren Unterstützung zählen? So, wir haben jetzt hier die Fragen geklärt und jetzt hat sich Bob eine Anwendung identifiziert, mit der er jetzt anfangen möchte. Das heißt, er geht jetzt auf den Anwendungsverantwortlichen zu, was jetzt in dem Fall der Tom als Lead-Developer ist und würde jetzt mit ihm gemeinsam einen ersten Scan starten. Nachdem der Scan durchgelaufen ist, werden zusammen die Ergebnisse ausgewertet und mit den Entwicklern die Ergebnisse diskutiert. Danach sollte man anfangen mit der Automatisierung. Das heißt, dass wir nicht mehr manuell die Scans starten, sondern das Ganze automatisiert starten lassen, um dann auch einen Trend zu beobachten, wie sich die gefundenen Schwachstellen entwickeln. Ja, und der letzte Schritt ist in dem Fall dann, Jan, die Folie bitte, danke. Der letzte Schritt ist dann in dem Fall Erfolge messen und ausbauen. Das heißt, mit den Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, kann ich jetzt in andere Entwicklerteams gehen und das ganze Thema Application Security weiter und größer aufbauen. Genau. Jetzt stellt sich die Frage, okay, wir wissen jetzt ungefähr, wie das Ganze funktioniert. Mit was für einem Tool mache ich das denn jetzt? Und da gibt es wieder so ein paar Richtlinienfragen, die man sich stellen kann, um das richtige Tool für einen zu finden. Also zum einen, möchte ich ein Open-Source-Tool oder will ich lieber ein Enterprise-Tool? Wollen wir das Ganze on-premise hosten oder lieber on-demand nutzen und vor allem, welche Integrationsmöglichkeiten benötigen wir. Hier habe ich jetzt mal als Beispiel, was unsere Kunden uns sehr oft fragen, ist herausgepickt, SonarQube versus Fortify, also was kann denn Fortify, was SonarQube nicht kann und was kann SonarQube, was Fortify nicht kann. Vielleicht als Information, ich beziehe mich jetzt hier nur auf den Open-Source-Teil von SonarQube. Es gibt eine Enterprise Variante von SonarQube, aber die spielt an der Stelle keine Rolle. Grundsätzlich ist es aber so, bei Open-Source-Tool wie eben SonarQube hat man halt nur einen Community-Support. Das heißt, man hat ein Forum, wo man da seine Fragen und Probleme schildern kann und hofft dann auf Antworten aus der Community. Im Regelfall ist es auch so, dass die Community selbst die Regeln, die Security-Regeln für das Tool bereitstellt, nachdem das Tool die Anwendung scannt. Und im Spezialfall von SonarQube ist es jetzt auch so, dass SonarQube eher das Hauptaugenmerk auf der Codequalität liegen hat. Wenn wir uns jetzt ein Enterprise-Tool wie Fortify anschauen, dann stellen wir halt sofort fest, okay, wir haben hier ein Enterprise-Tool mit entsprechendem Support. Das heißt, wenn ich technische Probleme habe, ist da sofort jemand da, der sich darum kümmert. Wir haben auch im Gegensatz
zu dem SonarCube ein eigenständiges Team bei Fortify, das Fortify Research Team, das sich nur damit beschäftigt, neue Sicherheitslücken zu finden und in diese Informationen den Tools bereitzustellen. Und einer der größten Unterschiede ist auch, das Hauptaugenmerk bei Fortify liegt eben auf Sicherheit und nicht auf Codequalität. Gut, und jetzt stellt sich noch die Frage, wollen wir das Ganze selbst hosten oder eine Cloud-Lösung nutzen? Ja, für ein Selbsthosten spricht natürlich, dass wir alles in der eigenen Herrschaft haben. Das heißt, wir können hier alles genau überblicken, was, wann, wie, wo passiert. Und wir können die Integration passgenau auf unsere Bedingungen und Umgebungen anpassen. Bei On-Demand wiederum haben wir den Vorteil, dass wir weniger Ressourcen benötigen, also sowohl personell als auch was Maschinen und so weiter angeht. Und wir haben auch kein Kopfzerbrechen über Fehlersuche. Wenn ein Fehler passiert, dann muss sich der Anbieter darum kümmern. Das führt dazu, dass wir schnell einen Scan aufsetzen können und schnell an Ergebnisse kommen. Woran man hier aber immer denken muss, ist das ganze Thema Compliance. Ja, Bob hat sich jetzt, wer hätte es gedacht, für Fortify entschieden. Ja, was spricht denn überhaupt für Fortify? Fortify ist einer der Marktführer ist ein Führer am Markt, wenn es um das Thema Application Security geht, mit der Unterstützung von über 25 Programmiersprachen und mehr als 15 Jahren Erfahrung im Bereich der Application Security. Wir haben mit Fortify ein umfassendes Tool-Angebot, sowohl on-premise als auch on-demand und auch eine aktive Community bei Fragen und Problemen. So viel zur Einführung. Das heißt, wir haben uns jetzt für Fortify entschieden. Und jetzt steht die Frage, was ist Fortify überhaupt, wie sieht das aus und was können wir damit überhaupt machen? Und an dieser Stelle möchte ich jetzt gern an meinen lieben Kollegen Jan übergeben. Genau, vielen Dank, Martin, für die tolle Einführung. Also ich möchte jetzt hier ein bisschen mehr über Fortify erzählen, was wir überhaupt mit Fortify machen können, beziehungsweise in welchen Bereichen das eingesetzt wird. Und als allererstes möchte ich nochmal kurz starten mit den verschiedenen Bereichen, die Fortify eben abdeckt. Also der Martin hat ja gerade schon mal erklärt, welche verschiedenen Bereiche genutzt werden, beziehungsweise worauf ein Augenmerk gelegt werden muss. Und da ist es eben auch so, dass wir mit Fortify genau diese Bereiche unterstützen. Sprich, als allererstes natürlich die statische Code-Analyse, indem wir wirklich mit Fortify in den Code reinschauen können und von innen heraus quasi die potenziellen Schwachstellen identifizieren können. Und der nächste Punkt ist natürlich das dynamische Scannen, sprich da wird von außen die Web-Applikation beispielsweise angegriffen und dann eben wie ein Hacker von außen gescannt mit Hilfe von Fortify. Und der letzte Punkt ist eben die Laufzeitanalyse von Applikationen, die sich in Produktion befinden. Aber heute geht es eben mit dem Hauptmerkmal auf der statischen Code-Analyse. Und um das irgendwie ein bisschen besser zu zeigen, habe ich jetzt hier einfach mal eine Software Development Road Journey, sprich, wir befinden uns gerade am Anfang des Software Development Lifecycles und gehen diese verschiedenen Phasen durch. Das heißt, wir sind gerade fertig mit dem Design und den Requirements und gehen jetzt gleich über das Thema Entwicklung, Test und Integration und dann eben noch zu guter Letzt in das Thema Produktion. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo können wir mit Fortify anfangen? Und der allererste Schritt, wo wir eben mit Fortify unterstützen können, ist tatsächlich bei dem eigentlichen Code-Schreiben. Also der erste Punkt, den man quasi auf seiner To-Do-Liste hat, wenn es darum geht, Applikationen zu entwickeln. Genau dafür gibt es einen sogenannten Fortify Security Assistant. Was ist jetzt der Fortify Security Assistant? Das ist ganz einfach. Das ist ein Plugin für die IDE, also die Integrated Developer, für das Integrated Developer Environment, also das Daily Tool, was der Entwickler quasi nutzt. Und das führt quasi in Echtzeit einen Scan des Codes durch und kann dadurch eben Feedback anzeigen. Sprich, das ist wie ein Grammatik-Checker in Word, so kann man sich das vorstellen, in dem auch in Echtzeit quasi überprüft wird, ob man gerade Grammatikfehler in den Text mit einbaut. Und das Gute ist, dass nicht nur Schwachstellen angezeigt werden, also wo ist eine potenzielle Schwachstelle, sondern eben auch Feedback gegeben wird, wie man diese beheben kann. Und der ganz, ganz große Vorteil davon ist natürlich, dass wir dadurch gar keine Sicherheitsschwachstellen entstehen lassen. Das heißt, dass bei der Entstehung direkt mit minimalem Aufwand die
Sicherheitsschwachstelle direkt geschlossen wird. Und um das einfach mal zu zeigen, habe ich jetzt hier ein Projekt in Visual Studio geöffnet, einer sehr populären IDE. Und da zeige ich jetzt einfach mal, wie das Ganze aussehen kann. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Code geöffnet und ich aktiviere jetzt einfach mal den Fortify Security Assistant. Und was macht der jetzt? Der scannt jetzt alle bereits geöffneten Dateien, auch potenzielle Schwachstellen, einfach um einen Startpunkt zu haben, von dem er quasi diese Realtime-Analyse starten kann. Und wir sehen jetzt hier unten in der Liste schon, dass er bereits verschiedenste potenzielle Schwachstellen gefunden hat, die jetzt bereits in den geöffneten Dateien gefunden wurde. Aber in dem Fall füge ich jetzt auch manuell eine potenzielle Sicherheitsschwachstelle hinzu, und zwar ein hardcodiertes Passwort. Und da bin ich mir sicher, das ist eine sehr einfache und verständliche Art und Weise, mal eine Schwachstelle zu zeigen. Und zwar wird hier eben, wie der Name schon sagt, ein Passwort hart codiert in den Source Code geschrieben. Und das möchte man natürlich verhindern. Aber hier sieht man auch direkt, das wird unterstrichen. Und ich kann mir jetzt eben auch viel mehr Informationen über diese potenzielle Schwachstelle anzeigen lassen. Und das Ganze hat natürlich da den Vorteil, dass der Entwickler überhaupt nichts machen muss. Das läuft einfach im Hintergrund und kann dadurch eben direkt helfen, sicheren Code zu schreiben. Und das ist der allererste Punkt, den wir eben mit Fortify abdecken können. Das ist eben der Security Assistant. Aber heutzutage ist es natürlich so, dass man nicht in Einzelarbeit an Applikationen arbeitet, besonders nicht in mittelständischen oder größeren Unternehmen. Da wird natürlich zusammen in Teams an Code gearbeitet. Das heißt, es wird mit Code Repositories gearbeitet und natürlich auch mit Pipelines. Und da ist es eben so, dass wir dort beim Commit diesen großen Scan dann durchführen können. Sprich, da können wir diese große statische Code-Analyse machen, die eben dazu da ist, die potenziellen Sicherheitslücken im Code zu entdecken. Einmal im Code, der selber geschrieben wurde, aber eben auch mit Hilfe von Sonatype die Möglichkeit, den Open-Source-Teil zu scannen. Und das Gute dabei ist, dass die Ergebnisse eben in einer zentralisierten Management-Lösung, das heißt in einem Web-Interface, gesammelt werden und von dort aus weiterverarbeitet werden können. Sprich, es können sich Reports erstellt werden, es kann in das Bug-Tracking-System integriert werden. Und das Gute ist dabei auch, dass dieser ganze Prozess der statischen Code-Analyse komplett automatisierbar ist, ob das jetzt durch Out-of-the-Box Plugins passiert, die wir anbieten, oder eben auf basierend auf eigengeschriebenen Command-Line-Optionen. Das spielt an der Stelle keine Rolle. Es ist auf jeden Fall so gut wie in jede CI/CD-Pipeline automatisierbar. Und wie dieser Prozess bzw. diese Integration überhaupt aussieht, das zeige ich jetzt hier anhand eines Beispiels. Das heißt, wir sind jetzt hier in einer Pipeline in Jenkins, was auch wieder ein populäres Tool für die CI/CD-Pipelines ist. Und ich habe jetzt hier eine Pipeline erstellt, der SAST-Scan, wie man oben links schon sieht. Und der macht genau das, wie der Name schon sagt. Das heißt, wirklich nur die statische Code-Analyse. Und hier wird einfach mal gezeigt, was überhaupt für Schritte durchgeführt werden. Also als allererstes sehen wir, okay, da wird ein Fortify-Update gemacht. Das ist quasi das Herunterladen von aktuellen Regelwerken, sprich wie ein Antivirus-Update. Einfach, um auf dem neuesten Stand der Dinge zu bleiben. Im nächsten Schritt im Fortify Clean werden alle temporären Dateien gelöscht, einfach um auf einer grünen Wiese quasi zu arbeiten und nicht irgendeinen Müll aus den vorherigen Scans noch damit einzubeziehen. Im Fortify Translate-Schritt wird es dann sehr interessant, denn da geht es dann in die sprachenspezifische Kompilierung des Codes. Sprich, da wird der Code vorbereitet für den eigentlichen Scan, basierend auf der Technologie dahinter. Und wie schon erwähnt, im eigentlichen Fortify-Scan wird dann dieser bereits vorbereitete Code auf verschiedene Muster analysiert und durchgegangen. In dem Video ist das etwas geschnitten, weil das sonst ein bisschen zu lange gedauert hätte. Aber wir sehen jetzt hier in unserer Web-Interface-Zentrale quasi, sind wir gerade in unserer Applikation und hier versucht gerade jemand was hochzuladen. In dem Fall muss ich das noch approven. Das ist aber auch nur optional. Das muss man nicht immer machen. Das kann man auch einfach ausstellen. Aber
Wir sehen eben, dass das Ganze jetzt hier verarbeitet wird, die Ergebnisse aus dem Scan. Und wir können uns jetzt noch ein paar Informationen dazu anzeigen lassen. Wer hat das überhaupt hochgeladen? Was wurde da gescannt? Aber viel wichtiger sind natürlich die verschiedenen Schwachstellen, die wir jetzt hier sehen können und die auch direkt dort auftauchen und weiterverarbeitet werden können. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen in unsere Pipeline, sehen wir natürlich auch, dass diese erfolgreich war, weil das alles sauber funktioniert hat. Wir haben das Ganze approved. Hier könnte man optional auch noch Filter einbauen, in denen man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte, dass die Pipeline failed, wenn Summe X von kritischen Schwachstellen im Scan vorgekommen ist. Das ist zum Beispiel auch einfach möglich. Aber das zeigt einfach nur, wie so ein Scan normalerweise abläuft und wie einfach das eigentlich ist, das zu automatisieren. Aber es ist natürlich so, wir haben jetzt unsere rohen Scan-Ergebnisse in unserem Web-Interface. Aber es ist eben so, dass zwischen diesen rohen Scan-Ergebnissen potenziell auch Schwachstellen bei sein können, die eben nicht als gefährlich eingestuft werden, entweder fürs eigene Unternehmen oder weil sie eben ein False Positive sind, sprich ein Finding, was eigentlich gar keine Schwachstelle ist, was eben in diesem Bereich Applikationssicherheit mal vorkommen kann. Aber wir haben natürlich, wie gerade schon gesagt, unsere rohen Scan-Ergebnisse jetzt in unserer Zentrale, in unserem Web-Interface. Und dieser Prozess der Identifizierung der Schwachstellen, das nennt man eben die Auditierung. Damit setzen wir eben fest, welche von diesen potenziellen Schwachstellen ausnutzbar sind und welche, wo wir dann sagen, okay, das Risiko akzeptieren wir in diesem Fall oder eben das Ganze als False Positive markieren. Aber das Gute ist hier natürlich, dass diese ganzen Auditierungsprozesse, die man bereits getätigt hat für potenzielle Schwachstellen, dass die eben für die nächsten Scans in der Zukunft mit berücksichtigt werden. Sprich, diese ganzen Markierungen werden in der Datenbank gespeichert und können für die nächsten Scans weiterverwendet werden. Aber der initiale Prozess der Auditierung bleibt natürlich manueller und kann je nach Größe von Applikationen einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Und genau dafür gibt es eben den Fortify Audit Assistant. Was ist jetzt der Audit Assistant? Das ist auch einfach, das ist einfach eine Integration in diese Web-Interface-Zentrale, die einfach die Möglichkeit bietet, diese Auditierung mit Hilfe von Machine Learning zu unterstützen. Sprich, das wird basierend auf den bereits getätigten historischen Daten gemacht, aber es ist eben auch möglich, auf die Wissensdatenbank von unseren Fortify On-Demand Kunden zuzugreifen. Da muss man natürlich keine Sorge haben, einerseits als Fortify On-Demand-Kunde, dass irgendwelche Informationen preisgegeben werden, denn die werden komplett anonymisiert. Und man muss da auch keine Angst haben, dass man irgendwelche Daten als On-Premise-Kunde in die Cloud lädt. Das ist lediglich ein One-Way-Ticket quasi. Also man lädt sich nur die Wissensdatenbank herunter und nutzt sie dann. Aber das Gute ist eben, dass man mit diesen anonymisierten Daten aus Fortify On-Demand diesen ganzen Auditierungsprozess unterstützen kann. Das heißt, man nutzt dieses Wissen einerseits lokal, aber eben auch von Fortify On Demand, um diese Auditierung durchzuführen. Und das Gute dabei ist natürlich, dass man einiges an Zeit sparen kann. Das kommt natürlich immer auf den Umfang der Applikation an, aber es kann hier von wenigen Minuten bis mehreren Stunden wirklich schon einiges ausmachen. Und das Gute ist, der Audit Assistant schläft nie. Das heißt, das kann man auch einfach nachts machen, wenn der Scan direkt durchgelaufen ist. Aber es ist natürlich auch möglich, hier in gewisser Weise diese Scan-Policies oder diese Policies, diese Filter auch noch anzupassen. Das heißt, man ist nicht gezwungen, für alles diesen Audit Assistant zu nutzen, sondern wenn man sich überhaupt für diesen Audit Assistant entscheidet, kann man dann nochmal entscheiden, ob ich das jetzt nur für SQL Injections machen möchte, ob ich das nur für Cross-Site-Scripting machen möchte. Das kann ich komplett individuell einstellen, aber es ist eben ein Tool, was das Ganze automatisiert machen kann und dadurch natürlich einiges an Zeit und eben auch Kosten gespart werden kann. Und der neue Prozess sieht dann eben wie folgt aus. Das heißt, wir haben hier unsere rohen Scan-Ergebnisse. Und mit Hilfe des Audit Assistants haben wir jetzt sogenannte vorhergesagte Scan-Ergebnisse.
Das kann man natürlich immer fein justieren, ist natürlich auch, weil es Machine Learning ist, natürlich muss man da auf bereits getätigte Sachen drauf aufbauen. Das heißt, da ist immer so ein bisschen Feintuning nötig, aber grundsätzlich kann man sagen, dass diese vorhergesagten Scan-Ergebnisse natürlich einiges an Zeit und Aufwand einfach sparen. Und das ist vielleicht noch interessanter Fakt an der Stelle: Wenn der Audit Assistant die potenzielle Schwachstelle als ausnutzbar kennzeichnet, dann ist diese auch wirklich zu 99,5% ausnutzbar. Und das ist natürlich ein sehr hilfreiches Tool, um das Leben da einfach zu machen. Und das Gute ist natürlich jetzt, mit Hilfe des Audit Assistants haben wir sehr schnell diese Auditierung vorgenommen, mussten nur noch leichte Änderungen vornehmen, aber jetzt haben wir eben unsere Scan-Ergebnisse, die wir an die Entwickler geben wollen, in unserem Web-Interface. Aber es ist natürlich so, der Entwickler müsste jetzt in diesem Fall in das Web-Interface gehen, sich die passende Applikation raussuchen, die passende Version, die passende Schwachstelle, dann gucken, in welcher Datei, in welcher Codezeile ist das Ganze. Und das, wie Sie vielleicht schon merken, das ist einiges an Arbeit oder kann einiges an Arbeit sein. Und um diese Arbeit eben zu verkürzen, gibt es ein IDE-Plugin, um genau diese Analysendaten direkt in die IDE des Entwicklers zu bekommen. Das heißt, da gewährleisten wir eben einen sehr schnellen Zugriff für die Entwickler und vermeiden diese Doppelarbeit. Und auch hier ist es eben wieder so, dass nicht nur Feedback gegeben wird, wo ist die Schwachstelle, sondern eben auch basierend auf der Programmiersprache Beispiele und Lösungsvorschläge, wie man diese potenzielle Sicherheitsschwachstelle lösen kann. Und wie das aussieht, zeige ich jetzt auch hier wieder in Visual Studio. Das heißt, ich nutze jetzt hier das Fortify On-Demand-Plugin, aber das ist für On-Premise genau dasselbe. Sprich, ich muss einfach nur meine Login-Credentials eingeben und kriege anschließend eine Übersicht über die verschiedenen Applikationen, auf die ich Zugriff habe. Und von dort kann ich mir eben die Applikation aussuchen, die ich jetzt reviewen möchte. Und anschließend bekomme ich die verschiedenen Schwachstellenkategorien und einzelnen Schwachstellen direkt in der IDE angezeigt. Sprich, ich kann jetzt da auch auf eine klicken und es wird automatisch die passende Datei geöffnet und die passende Codezeile markiert. Und wir sehen unten auch schon Details und Recommendations, sprich mehr Informationen darüber, warum ist das eine Schwachstelle, wie kann ich die beheben, wie kritisch ist diese Schwachstelle. Und ich kann von hier auch diesen bereits getätigten Auditierungsprozess nochmal editieren, erweitern, kann das einem speziellen User zum Beispiel zuweisen. Das ist auch alles direkt hier möglich. Und das Gute auch ist, dass wir eben nicht nur hier die Möglichkeit bieten, die Sachen zu auditieren, sondern eben auch passend nach Bedürfnissen die verschiedenen Schwachstellen sortieren zu können. Das heißt, wenn man da ein Hauptaugenmerk auf oberste Top 10, CVE zum Beispiel oder CVE legt, dann kann man das genau hier auch eben direkt nach diesen verschiedenen Industriestandards sortieren. Und mit diesem Schritt haben wir dann eben die statische Code-Analyse beziehungsweise die Entwicklung an der Stelle abgeschlossen. Das sind eben die Tools, die wir dort nutzen können, um die Entwickler zu unterstützen und natürlich dieses ganze Thema Applikationssicherheit weiter voranzubringen. Und im nächsten Schritt wäre es dann eben so, dass wir uns das Testing anschauen. Da auch wieder nur ein ganz kurzer Ausblick, was wir da überhaupt machen können. Das soll jetzt da auch gar nicht in die Tiefe gehen, einfach nur eine kurze Übersicht, was wir da überhaupt machen können. Und da ist es eben so, dass wir mit Hilfe von Web Inspect und dem Web Inspect Agent, das sind die Produkte von Fortify, Web App Pentesting durchführen können. Das heißt, wir können Web-Applikationen penetrieren, um eben potenzielle Sicherheitslücken zu finden. Und das Gute dabei ist eben, dass die Ergebnisse in demselben zentralisierten Management-Tool landen. Und das ist besonders interessant, wenn es um das Thema Datenkorrelierung geht. Sprich, wenn wir eine Applikation haben, einmal die statische Code-Analyse und die dynamische Analyse, dann korrelieren die Daten eben und dadurch können wir eben gewährleisten, dass qualitativ hochwertigere Scan-Ergebnisse im Web-Interface angezeigt werden.
Und auch dieser Prozess ist komplett automatisierbar, sei es durch Out-of-the-Box-Plugins oder Skripte, die man schreibt, die die API zum Beispiel von Webinspect nutzen. Wie das aussieht, habe ich eigentlich auch in dem Video, aber um das hier ein bisschen zu verkürzen, habe ich jetzt einfach mal die Screenshots rausgesucht. Sprich, wir befinden uns hier gerade in Azure DevOps und ich habe da ein Skript in meine Pipeline gepackt, in der einfach diese dynamische Analyse durchgeführt wird und dafür nutze ich die API. Und das, was man jetzt hier gehighlightet sieht, das sind alles Informationen, die ich individuell in meinem Skript mit inkludiert habe. Das kann man auch noch anpassen, wie man das möchte. Hier sehen wir aber eben, dass der Scan gestartet wurde, dieser auch dann erfolgreich war. Und anschließend lädt man sich in dem Fall jetzt auch noch die Ergebnisse herunter, gibt nochmal eine High-Level-Overview über die verschiedenen Schwachstellen. Sprich, dass man da in den Logs schon mal so einen kleinen Überblick hat darüber, was überhaupt gefunden wurde. Und der letzte Schritt ist eben das Uploading in das Software Security Center, in diese Zentrale, damit wir die Ergebnisse dort wiederfinden. Und hier sehen wir eben auch dann die Ergebnisse vorliegen und hier dann auch besonders, woran wir das erkennen können. Das heißt, hier steht auch der Analysis Type, in dem Fall ist Webinspect, sprich von der dynamischen Analyse. Und damit haben wir eben das ganze Thema Testing auch abgeschlossen. Sprich, wir sind da mit durch und können uns jetzt damit befassen, die Applikation in der Produktion nochmal sich anzuschauen. Und dafür gibt es eben dieses Thema Runtime bzw. Überwachung. Aber das ist jetzt hier überhaupt kein Thema des Webinars. Ich wollte nur kurz erwähnen, dass das eben auch möglich ist. Und damit sind wir eigentlich auch am Ende unserer kompletten Roadjourney. Und wir haben gesehen, dass diese verschiedenen Lösungen dabei helfen, Applikationssicherheit zu gewährleisten und eben auch zu steigern. Und interessant ist natürlich auch, dass wir hier die verschiedenen Tools beziehungsweise Lösungen, die ich gezeigt habe, sowohl on-premise als auch on-demand anbieten. Und das kann so weit gehen, dass wir eben SaaS auf on-premise-Basis zum Beispiel betreiben, weil es aus Unternehmensrichtlinien nicht möglich ist, Source Code hochzuladen, was ja nicht unnormal ist. Und da es dann eben zum Beispiel in der Cloud gemacht wird. Es kann sogar so weit gehen, dass wir das einfach hybrid betreiben. Und das können wir sogar in den einzelnen Kategorien mit aufteilen. Sprich, wir können zum Beispiel sagen, okay, wir haben 200 Applikationen, die möchten wir jetzt gerne statisch scannen. Und 20 davon sind sehr kritisch. Da darf der Source Code nicht aus dem Unternehmen ausgegeben werden. Dann können wir diese 20 kritischen Applikationen einfach on-premise scannen, die anderen 180 eben on-demand und die Ergebnisse dann wieder on-premise zusammenfügen. Das ist auch komplett möglich. Genau dasselbe dann für die dynamische Analyse. Und zum Thema Integration und Plugins habe ich gerade ja schon mal ein bisschen geredet, aber hier zeige ich nochmal, wie kann ich Fortify überhaupt in vorhandene Prozesse bzw. Infrastrukturen integrieren. Das geht halt eben durch diese Out-of-the-Box-Plugins oder durch Professional Services bzw. Arbeit, die wir dann eben auch mit vornehmen können. Aber hier sieht man schon mal einen schönen Überblick, sprich die IDEs. Wir haben gerade Visual Studio gesehen, aber es ist eben auch möglich, das Ganze in Eclipse oder in die JetBrains bzw. IntelliJ-Familie zu integrieren. Neu dabei ist jetzt auch Visual Studio Code seit 2 Wochen und natürlich auch die verschiedenen CI/CD-Server, sprich Jenkins, Azure DevOps, GitLab oder Bamboo, sind alles mögliche Integrationen, die wir da direkt von Haus aus bieten. Aber auch dieses Thema Entwicklerschulung ist natürlich sehr groß. Sprich, die Entwickler werden natürlich mit diesen Tools unterstützt, um potenzielle Schwachstellen zu finden. Aber es bringt natürlich auch sehr viel, diese Entwickler zu schulen, um grundsätzlich dieses Mindset, dieses Security-Mindset im Kopf zu haben und zu versuchen, gar nicht erst potenziell bedrohlichen Code zu schreiben. Und da sehen wir natürlich auch die Veränderung, wenn es auch um das Thema Schreiben von funktionalen Code geht, dass da die Entwickler natürlich nicht immer den Fokus darauf legen, dass das Ganze sicher ist.
Und dafür gibt es einerseits die Freemium-Integration in Secure Code Warrior. Sprich, Secure Code Warrior ist eine Plattform, in der man spielerisch mehr über potenzielle Sicherheitsschwachstellen lernen kann. Sprich, wie Codecademy für Sicherheitsschwachstellen. Einfach, um das spielerisch ein bisschen besser zu verstehen. Und darüber hinaus bieten wir natürlich auch Schulungen an über Microfocus E-Learning-Plattformen, das heißt über Videos, aber eben auch zusammen mit der Proficom beispielsweise, wo wir dann die individuellen Themen auch angehen können. Vielleicht nochmal zum Thema Open Source, was man unten links sieht. Wie gerade schon erwähnt, wir können das Ganze sehr tief technisch auch integriert mit Sonatype lösen. Aber wir bieten auch Integration für Tools wie WhiteSource oder BlackDuck an. Sprich, wenn Sie schon ein Tool nutzen wie WhiteSource oder BlackDuck, ist es da auch komplett möglich, das in das Fortify-Ecosystem quasi zu integrieren. Sprich, da müssen Sie sich auch keine Sorgen machen, irgendwie ein anderes Tool dann zu nutzen, sondern da können Sie natürlich Ihre vorhandenen Infrastrukturen schon nutzen. Und zum letzten Punkt, Qualitätssicherungssystem, ist es natürlich auch so, dass gewisse Infrastrukturen schon vorhanden sind und in diese können wir uns auch eben rein integrieren, zum Beispiel in Bugzilla oder Jira. Da ist es eben auch komplett möglich, die verschiedenen Schwachstellen automatisiert dann in die verschiedenen Ticketing-Systeme zu transformieren. Und jetzt noch zum Ende einen kleinen Ausblick, was man sich noch zusätzlich anschauen kann, ist einerseits das Thema Scan Central. Da gibt es auch einen sehr schönen Blogbeitrag von dem Martin auf der Proficom-Seite. Der kann vielleicht hier auch nochmal in den Chat gepostet werden. Da geht es eben um das ganze Thema Scan Central. Was ist Scan Central? Um das vielleicht kurz zu erklären, das ist eben ein eher sensorbasiertes Scanning, sei es jetzt die statische oder dynamische Analyse. Es geht eher darum, wie man das Ganze betreibt. Sprich, da ist es eher so, dass man nicht verschiedene Server hat, die sehr gut ausgestattet sind mit Hard- und Software, sondern dass man da eben Lightweight Utilities quasi nutzt, um den Scan durchzuführen. Und das Ganze wird dann von einem Controller verwaltet, der dann auch schaut, wie groß sind die Scans und dementsprechend die Größe der Sensoren auch passend verteilt. Aber wie gesagt, der Link zum Artikel ist jetzt auch im Chat. Das ist auf jeden Fall sehr lesenswert und kann als Ausblick genutzt werden. Das ist gerade im Thema Skalierung sehr, sehr interessant. Und natürlich auch von unserer Seite, von Microfocus aus, das Thema Roadmap. Sprich, es gibt natürlich Sachen, die sind sehr interessant, gerade die statische Code-Analyse. Aber wenn die Sprache nicht unterstützt wird, die man verwendet, ist es natürlich nicht unbedingt hilfreich, den Code dann zu scannen. Und dafür gibt es eben sehr oft Updates, sprich, wenn wir vom Fortify reden, mindestens zweimal im Jahr, indem wir eben die Roadmap oder die Sprachenunterstützung zum Beispiel erweitern. Und da gibt es auch immer wieder Sessions von unserem Product Management, die eben genau diesen Ausblick geben können. Und damit bin ich auch mit meinem Teil durch. Zeitlich sind wir gut durchgekommen. Und ich würde dann einfach mal wieder übergeben an die jeweiligen Fragen, die gestellt wurden. Genau, dann nehme ich den Ball wieder auf, Jan. Vielen Dank. Auch Martin, dir danke für die Einführung in das Thema. Wir haben eine Frage bei uns bekommen, zum Beispiel, wie sieht es mit Integration von FOSS-ID statt BlackDuck aus, Jan? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ah, so, ich war gemutet. Kannst du das mal kurz wiederholen? Genau, die Frage war, wie sieht es mit der Integration von FOSS-ID statt BlackDuck aus? Das ist eine gute Frage. Die kann ich tatsächlich jetzt so noch gar nicht beantworten. Da müsste ich nochmal intern ein bisschen recherchieren, aber da kann ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Sehr gut, ich denke, das können wir dann im Nachgang nochmal bilateral auf jeden Fall bringen und dann die Antwort auch geben. Ich denke, das sollte passen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das Ganze hier nochmal mit einzukippen. Ansonsten denke ich, haben wir heute erstmal einen
guten Einstieg ins Thema Application Security bekommen. Was kann Fortify, wozu kann man es nutzen, wie kann es integriert und eingesetzt werden? Jetzt habe ich noch mal eine Frage, wenn ich verschiedenste Anwendungen klassifiziert habe, meinetwegen einen Webshop, mobile Anwendungen oder ein CRM-System, die vielleicht in unterschiedliche Sprachen geschrieben sind. Über die Managementzentrale oder die Komponente kann ich die alle direkt einheitlich scannen oder muss ich dort noch Dinge beachten, wo ich die unterschiedlichen Typen anders anfassen muss? Ja, da kann ich vielleicht ein bisschen was zu sagen. Also wenn es darum geht, Applikationen zu scannen, die basierend auf verschiedenen Sprachen sind, ist es vom Endresultat eigentlich sehr einfach. Sprich, man hat in dieser Zentrale einfach eine Übersicht über alle potenziellen Schwachstellen aus allen geschriebenen Sprachen. Für den Scanning-Prozess ist das dann so, dass in diesen jeweils geschriebenen Sprachen beziehungsweise Technology Stacks nennen wir das auch, diese Analyse getrennt werden sollte. Sprich, wenn ich eine Applikation habe, die Java enthält, aber eben auch Python beispielsweise, dann ist es eben so, dass man den Scan-Prozess dementsprechend anpasst, aber die Ergebnisse, die landen alle zusammengebündelt in dieser Zentrale, in dem Web-Interface. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Voraussetzungen, die man erfüllen muss, denn jede Programmiersprache hat meistens auch eine andere Umgebung, in der man gewisse Sachen beachten muss. Also sei es jetzt C#, ist natürlich eine andere Nummer, als wenn wir jetzt über Java-Applikationen reden. Und genau das wird dann eben in diesem Scanning-Schritt berücksichtigt, aber die Ergebnisse landen alle zusammengefügt in dem Software Security Center, sprich der Web-Interface. Okay, Dankeschön. Hat mir jetzt wieder ein bisschen weitergeholfen, das Ganze noch tiefer zu verstehen. Es sind jetzt keine weiteren Fragen reingekommen, wie ich gesehen habe. Vielleicht ergibt sich aber ja die ein oder andere Frage im Nachgang, wenn das Webinar jetzt so langsam mal wirkt und man hat vielleicht ja noch die eine oder andere Sache, die es zu klären gibt, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Ich habe noch eine Frage reinbekommen, die kam jetzt gerade eben. Und zwar eine Frage zur Zusammenarbeit mit SonarQube. Auch hier gibt es IDE-Plugins. Gibt es Praxiserfahrungen, um die Developer nicht zu überfordern? In Bezug auf SonarQube oder SonarType? SonarQube, weil auch die bieten Plugins in die IDE. Martin, kannst du da vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen? Martin, du bist noch gemutet, sorry. Danke für den Hinweis. tatsächlich weiß ich jetzt auch auf Anhieb nicht, inwieweit die beiden Plugins zusammenhängen. Was auf jeden Fall geht, ist, dass wenn wir mit SonarQube arbeiten, dass wir über die Integration zwischen Fortify und SonarQube die Ergebnisse von Fortify auch in SonarQube anzeigen lassen können. Wenn das Entwicklerteam jetzt zum Beispiel nur die Web-Oberfläche von SonarQube gewöhnt ist. Das ist auf jeden Fall möglich. Und die nächste Frage, die beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Ressourcenhunger von Fortify beim Scannen. Da stand die Frage im Raum, ob die Version 20.2 nun weniger ressourcenfressend ist. Jan, kannst du da vielleicht was dazu sagen? Ja, also hätte ich die Frage vorher gewusst, dann hätte ich hier auch eine schöne Slide vorbereitet. Und zwar ist es eben so, dass durch die Version, die jetzt neu rausgekommen ist, 20.2, die Ressourcennutzung deutlich verbessert wurde. Also wie gesagt, ich hätte das auch mal in so ein paar Graphen zeigen können, die einfach dieselbe Applikation mit den verschiedenen Versionen scannen. Aber das kann ich vielleicht auch noch im Nachgang nochmal nachliefern. Aber es ist eben so, dass da auf jeden Fall eine Verbesserung des Ressourcenmanagement vorgenommen wurde. Ich habe auch eine prozentuale Zahl, aber ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, deswegen beantworte ich das lieber richtig nachher nochmal im Nachgang, auch mit der richtigen prozentualen Zahl. Okay, schön, das können wir also nochmal nachliefern. Sehr gut. Ja, wenn ich jetzt keine weiteren Fragen bei uns im Chat oder im Frage-Antwort-Modul sehe,
liegen wir gut in der Zeit. Das Webinar fand ich sehr interessant von meiner Seite her. Ich hoffe, es geht den Teilnehmern ganz genauso. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Ich sage noch einen schönen 1. Dezember und darf mich im Namen der Proficom und im Namen von meinen beiden Kollegen bei Ihnen bedanken und Sie jetzt in die Mittagspause entlassen. Dankeschön. Genau, auch von mir vielen Dank und schönen Tag noch.